Ich bin Christian Thomas Richter, Autor aus Karlau in Brandenburg, und das ist mein neuer historischer Coming-of-Age-Thriller Im Schatten der Stasi. Eine spannende Geschichte mit grausamen Ereignissen aus dem Dunstkreis der Stasi, die bis ins Jahr 2008 reichen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Ankas Geblubber. Danke Christian, liebe Blubber Family, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Ankas Geblubber. Ich habe euch heute meine Neuzugänge mitgebracht. Bei mir gibt es ja keine monatlichen Updates zu meinen Neuzugängen, weil sich das meistens nicht lohnt. Ich warte immer ab, bis sich hier ein Stapel neuer Bücher angesammelt hat, und den zeige ich euch dann in seiner Gänze. Ja, da ich heute Bücher shoppen war und heute direkt 4 Neuzugänge bei mir eingezogen sind, Herr Jemine, dachte ich, es wäre mal wieder an der Zeit, euch einen kleinen Überblick zu geben über all die neuen Bücher, die in den letzten Wochen in meine Bücherregale gezogen sind. Wir beginnen mit 3 Büchern, die ich ersteigert habe. Und zwar in, Achtung, einer Facebook-Gruppe. Ja, ich bin so ein Dinosaurier. Ich habe noch ein Facebook-Profil, bespiele es nicht so wirklich, aber gerade in dieser Sache bin ich da schon aktiv, insbesondere natürlich für Moppel Hoppel. Diese Bücher stammen jetzt aus einer Facebook-Gruppe, die Dinge für den Tierschutz versteigert. Ne? Und da habe ich zugeschlagen und 3 Bücher ergattert. Dazu gibt es bei mir auch einen Short zu sehen hier auf YouTube. Auf Instagram habt ihr dazu vielleicht auch schon ein Reel entdeckt. Ja, Hummel ist mit Karacho gerade auf den Schreibtisch gesprungen. Auf mein Handy, das sie dann richtig schön weggeslidet hat. Ich hoffe. Na! Oh ja, es fängt schon mal gut an hier, das Video, mit ganz viel Chaos. Ich hatte euch, glaube ich, mal in einem Vlog erzählt, dass Hummel hier auch von meinem Schreibtisch, vor mir steht mein Schreibtisch, ins Bücherregal gesprungen ist. Und dabei hat sie die Untertasse von meiner wunderschönen Büchertasse zerstört. Jetzt gerade hat der Sprung wunderbar geklappt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so mitverfolgen konntet. Auf jeden Fall ist sie jetzt oben auf dem Bücherregal angekommen. Okay, davon lassen wir uns jetzt einfach mal nicht so sehr irritieren, sondern werfen einen Blick auf diese 3 ersteigerten Bücher zugunsten eines Tierschutzprojektes. So, jetzt machen wir hier so ein bisschen Performance. Meine Güte, Hummele. Ja, setz dich hin, leg dich hin, aber ich muss jetzt hier ein bisschen was tun. Okay, tschüss. So, heieiei. Sorry für den sehr wirren Anfang. Also, was wollte ich euch erzählen? Es sind keine Wunschlistenbücher von mir gewesen, aber ich habe sie da in der Versteigerung gesehen und dachte mir, hey, da kann ich doch mal mein Glück versuchen. Die klingen interessant, die könnten mich interessieren. Und wenn ich mit dem Kauf auch noch etwas Gutes tun kann, dann hey, was hält mich auf? Wir beginnen mit Buch Nummer 1. So sieht es aus. Wie ein leuchtender Stern von Tahereh Mafi. Ein Roman, erschienen im Sauerländer Verlag und aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Henriette Zeltner-Shane. So, das Buch hat mir nichts gesagt, die Autorin aber auf jeden Fall. Wir haben hier auch einen besonderen Buchschnitt. Ja, und es ist eine Geschichte, die doch, glaube ich, sehr emotional aufwühlend ist, aber auch ebenso wichtig. Hinten steht drauf: ein atemberaubender, aufwühlender Roman über Liebe, Einsamkeit und Trauer, durchwoben von Tahereh Mafis persönlichen Erfahrungen mit Diskriminierung und Ausgrenzung. Wir befinden uns in der Geschichte in einer Kleinstadt in den USA und begleiten Protagonistin Shadi durch ihren ziemlich schweren Alltag. Sie hat niemanden aktuell, mit dem sie reden kann, weder über die täglichen Anfeindungen in der Highschool oder auf der Straße, weil sie Muslima ist und ein Kopftuch trägt, noch über den Unfalltod ihres geliebten Bruders. Ja, und schon gar nicht über ihre heimliche Liebe zu Ali. Sogar ihre allerbeste Freundin hat mit ihr gebrochen, und mühsam versucht sie jetzt, die zerbrechliche Fassade aufrechtzuerhalten und den Alltag zu bestehen. In dem Moment weiß sie nicht, dass die Hoffnungen, die mit ihrem Namen verbunden sind, tatsächlich in Erfüllung gehen werden, denn Shadi heißt übersetzt Freude. Also ich denke, es ist schon ziemlich harte Kost, aber mit einem hoffnungsvollen Ende.
denke ich mal. Und ich glaube, Tahereh Mafi schreibt unglaublich toll. Ich habe bislang noch nichts von der Autorin gelesen, freue mich aber sehr, dass dieses Buch jetzt bei mir darauf wartet, gelesen zu werden. Dann habe ich ein Buch entdeckt, das ich so auch noch nicht kannte, aber die Autorin hat mir was gesagt. Ich habe einiges schon gelesen von Alice Gabbatula und bin sehr begeistert gewesen bislang von ihrem Schreibstil. Deswegen freue ich mich darüber, dass dieses Buch bei mir gelandet ist. Von Alice Gabbatula, 100 Lügen, ist ein Jugendbuch, erschienen im Thienemann-Esslinger Verlag. In dieser Geschichte geht es um Geschwister. Das ist ein Thema, was ich sehr, sehr spannend finde. Ich habe eine sehr enge Bindung zu meinem Bruder und finde es dann auch immer interessant zu lesen, wie es anderen Geschwistern ergeht. Und mag es sehr, wenn in Büchern die Beziehung zwischen Geschwistern eine große Rolle spielt, weil ich ja bin einfach, ich darf mich sehr, sehr glücklich darüber schätzen, einen so tollen Bruder zu haben, und ich bin sehr glücklich darüber und dankbar dafür, dass unsere Bindung auch so stark ist. Ist natürlich nicht in allen Familien so, und hier begleiten wir die Geschwister Manon und Chris. Die waren unzertrennlich einst, bis ein Sommercamp ihre unbeschwerte Kindheit brutal beendete. Ihre Familie zerbrach, ihre Leben drifteten auseinander. Während Chris seinem inneren Monster davonläuft, verliert sich seine Schwester Manon in ihren Gefühlen. Drohbriefe an ihren Vater bringen die beiden wieder zusammen, und aus den Spielen von einst wird zum zweiten Mal blutiger Ernst. Verdächtigungen, Anschuldigungen, Lügen. Und am Ende aller Lügen wartet unbarmherzig die Wahrheit. Klingt geheimnisvoll, klingt spannend, klingt aber auch doch sehr emotional und brutal. Ich bin gespannt und werde herausfinden, ob mir dieses Buch auch wieder gefällt von der Autorin. Buch Nummer 3, das ich ersteigert habe, ist ein ganz doll buntes. Guck mal, es hat ein wunderbar buntes Cover. Schön, oder? Von Kenneth Oppel vom Suchen und Finden. Ist erschienen im Dressler Verlag und wurde aus dem Amerikanischen übersetzt von meinen beiden liebsten Übersetzerinnen Sandra Knofinke und Jessica Comina. Das ist für mich auf jeden Fall ein Zeichen von Qualität, von einer sehr qualitativ hochwertigen Geschichte, die sprachlich auf einem Top-Niveau ist. Das sagt, glaube ich, schon mal alles, aber auch die Rückseite klingt sehr interessant. Denn hier steht drauf, eine Geschichte von Liebe, von verfeindeten Vätern und vom König der Dinosaurier, der darauf wartet, gefunden zu werden. Ah ja, viel mehr weiß ich über dieses Buch noch nicht. Ihr könnt mir gerne mal verraten, ob ihr dieses Buch kennt, ob ihr es gelesen habt und wie es euch gefallen hat. Das könnt ihr natürlich auch zu allen anderen Büchern machen. Kommt zu mir in die Kommentare, schreibt mir eure Erfahrungen, eure Meinungen, aber bitte spoilerfrei, weil die meisten Bücher, die ich euch hier heute zeige, habe ich bislang noch nicht gelesen. Im Mai war ich bei einem Treffen der Stuttgarter Bücherträume. Das ist ein wunderbarer Bücherstammtisch, der alle 6 Wochen in Stuttgart stattfindet. Und wir waren nicht nur lecker essen, sondern danach auch in einer Buchhandlung. Und eine Buchhandlung kann man einfach nicht ohne neue Bücher verlassen. Das ist einfach so. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Deswegen, natürlich habe auch ich zugeschlagen. Mit durften zum einen ein neuer TJ Klun, The Extraordinaries, die Außergewöhnlichen. Ich war heute, wie gesagt, auch in einer Buchhandlung, da habe ich schon Band 2 liegen sehen. Für mich ein dringendes Zeichen, dass ich jetzt Band 1 lesen sollte, schleunigst. Ja, TJ Klun ist für mich ein sehr, sehr, sehr lesenswerter Autor. Er hat eines meiner absoluten Lebenslese-Highlights geschrieben mit Mr. Parnassus Heim für Magisch Begabt. Das war für mich wirklich absolut genial. Und jetzt freue ich mich hier auf seine erste Jugendbuch-Trilogie, glaube ich, wird es. Auf der Rückseite sind schon Band 2 und Band 3 abgebildet. Übersetzt wurde übrigens dieses Buch aus dem Amerikanischen von Charlotte Lungstrass-Kapfer und erschienen ist das Ganze im Heine Verlag. Wir befinden uns in dieser Geschichte in Nova City und begleiten Protagonist Nick Bell. Er ist ein ganz gewöhnlicher Teenager, was ein bisschen außergewöhnlich ist, denn er lebt in einer Stadt voller Superhelden. Er sieht sich als sehr gewöhnlich und nicht wirklich besonders, wobei doch besonders ist er schon, denn er ist der beste Autor von Superhelden-Fanfictions. Eines Tages trifft er dann auf Shadow Star, den berühmtesten Helden der Stadt, und beschließt, auch außergewöhnlich zu werden. Was das genau zu bedeuten hat, ich werde es herausfinden. Es ist eine Geschichte, die in 3 Teilen erzählt wird. Also ich meine, es geht immer um die gleichen ProtagonistInnen. Aber ich weiß es noch nicht, ich muss es erst noch herausfinden. Wir haben hier auch mal ein Buch mit einem Buchschnitt, mit einem farbigen Schnitt. Seht ihr bei mir hier eher selten. Ich bin da nicht so die Schnittjägerin. Mich interessieren diese Besonderheiten an Büchern jetzt nicht so sehr. Ich richte eher ein Hauptaugenmerk auf die Gestaltung
wenn die irgendwie ein bisschen besonders ist, wenn man keine Gimmicks im Buch hat. Aber so der Buchschnitt ist für mich jetzt eher irrelevant. Egal, trotzdem, ich freue mich drauf. Da ich aber zwei gesunde Hände habe, die tragen konnten, dachte ich mir, muss auch noch ein zweites Buch mit. Und mich hat dieser Titel hier sehr angesprochen. Hatte ich vorher noch nichts von gehört, aber die Kurzbeschreibung klang toll und hat mich tatsächlich auch, damit eine kleine Überleitung, so ein bisschen an das Gefühl erinnert, das ich hatte beim Lesen von Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte. That's why I chose this one. Sangu Mandana schreibt Miss Moons höchst geheimer Club für ungewöhnliche Hexen. Erschien im Penhaligon Verlag und übersetzt von Wolfgang Thon. Die New York Times schreibt, es ist einer der besten romantischen Romane, wobei ich ihn gar nicht aufgrund des romantischen Aspekts gekauft habe. Die Publishers Weekly schreibt, Sangu Mandana entwirft eine Reihe von schrulligen Charakteren, von denen jeder seine eigene Rolle auf Mikas Weg zur Zugehörigkeit spielt. Diese charmante romantische Fantasy ist ein Juwel. So, Protagonistin hier in dieser Geschichte ist Mika Moon. Sie ist Anfang 30 Single und eine Hexe. Seit ihrer Kindheit weiß sie, dass immer schreckliche Dinge geschehen, wenn zwei Hexen mehr Zeit als nötig miteinander verbringen. Dennoch nimmt sie das Angebot an, gleich drei minderjährige Hexen auf einmal zu unterrichten. Aber im Nowhere House, in dem die Kinder versteckt vor der Öffentlichkeit leben, findet Mika nicht nur eine herausfordernde Aufgabe, sondern neue Freunde, neue Liebe und vielleicht sogar etwas, das sie bislang nie hatte. Eine Familie. Das ist eine Kurzbeschreibung, die mich wirklich massivst angesprochen hat. Ich konnte gar nicht anders, auch wenn ich noch nichts über dieses Buch gehört hatte. Vielleicht ist das gerade gut, musste es mit. Und mir gefällt auch das Cover. Ich mag es sowohl von dem Farbspiel als auch hier diesen außergewöhnlichen gelben. Es könnte fast ein Käfer sein, ne? Ist es nicht. Ach, ich freue mich drauf. Lasst mir doch gerne mal ein Feedback da, wenn ihr dieses Buch schon gelesen habt und es euch begeistern konnte. Ansonsten bitte nicht. Nein, Quatsch, natürlich. Rein in die Kommentare mit euch. Ihr dürft mir auch gern verraten, wenn euch die Bücher nicht gefallen haben. So, dann, wie gehen wir thematisch weiter vor? Ich zeige euch ein Buch, das über ein Wanderpaket bei mir eingezogen ist. Ich meine, das war das letzte Needful Things Wanderpaket, in dem ich diesen Schatz entdeckt habe. Von Janina Ramirez, Femina, eine neue Geschichte des Mittelalters aus Sicht der Frauen, ist erschienen im Aufbau Verlag und wurde aus dem Englischen übersetzt von Karin Schuler. Und auch hier war es wieder die Kurzbeschreibung, die mich absolut geflasht hat. Ein großes Buch, das viel mittelalterlichen Staub aufwirbelt. Sie kämpften gegen Wikinger, vergifteten ihre Feinde und waren Spioninnen. Die vergessenen Frauen des europäischen Mittelalters kümmerten sich beileibe nicht nur um Haus und Hof und unterwarfen sich nicht allesamt den patriarchalen Strukturen. Es waren Männer, die diese Geschichte schrieben und die Frauen des Mittelalters aus unserem kollektiven Gedächtnis verbannten. Janina Ramirez oder Janina Ramirez, ich hatte gesagt, das ist eine Übersetzung, ne? Ja. Gibt den Frauen ihren Platz in der Geschichtsschreibung zurück. Sie erzählt von der mächtigen Königin Jadwiga von Polen, der wilden Kriegerin, leider kann ich den Namen nicht aussprechen, und der außergewöhnlichen Heilerin Hildegard von Bingen und führt uns verschiedenste weibliche Lebensrealitäten vor Augen, die die ganze Vielfalt dieses dunklen Zeitalters abbilden. Wir haben noch zwei Blurbs hinten drauf. Zum einen steht hier, wunderbar frei und herrlich originell lässt uns Femina auf aufregende und provokative Weise in die Nebel der Geschichte blicken. Und zum anderen, leidenschaftlich provokativ, brillant. Dieses Buch ist ein Feuerwerk, das irgendwie zwischen zwei Buchdeckeln gefangen ist. Grandios, oder? Wow, das könnte ein richtig doller Schatz sein. Ich gehe jedoch davon aus, dass ich eine Weile brauche, um dieses Buch zu lesen und dass ich das auch nicht am Stück durchschmökern werde, sondern immer mal wieder meine Nase reinstecken werde. Aber ich bin wirklich glücklich darüber, dass dieses Buch zu mir gefunden hat. Bevor ich euch meine neuesten Neuzugänge präsentiere, die ich heute ganz frisch geshoppt habe, lasst uns noch kurz über Buchboxen sprechen. Seid ihr AbonnentInnen von Buchboxen? Lasst ihr euch monatlich ein Überraschungsbuch schicken oder nicht? Ich dachte eigentlich, das wäre nichts für mich, wobei ich ja eigentlich ein großer Fan von solchen monatlichen Überraschungsboxen und Abo-Boxen bin. Aber bei Büchern dachte ich, na, ist schwierig, dass da irgendwie mein Geschmack getroffen wird. Dann ist mir aber ein neues Angebot ins Auge gesprungen. Und zwar gibt es eine Buchbox,
von Hugendubel in Kooperation mit Lovely Books. Und zwar ist es die Young Pages Buchbox. Hugendubel hat viele weitere Buchboxen, da könnt ihr euch mal durchstöbern. Vielleicht ist da auch was für euren Geschmack dabei. Aber mich hat insbesondere diese hier angesprochen, denn ich bin ja ein großer Fan von YA-Romanen, wisst ihr. Und ich dachte, ich probiere das Ganze mal aus. Kostet 20 Euro pro Monat. Ich habe es 3 Monate lang ausprobiert. Kleiner Spoiler, ich habe mein Abo verlängert und habe somit 60 Euro für 3 Buchboxen bezahlt. Jeden Monat wurde ich aufs Neue überrascht. Das erste Buch habe ich euch in meinen letzten Neuzugängen gezeigt. Das habe ich bislang leider noch nicht gelesen. Aber das zweite Buch, das über eine Buchbox bei mir eingezogen ist, habe ich gelesen. Und zwar ist es dieses hier von Anne Liang, This Time It's Real. Ist erschienen bei CBJ und wurde aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Doris Atwood. Ja. Wie es mir gefallen hat, verrate ich euch in meinem nächsten Lesemonat. Das Video seht ihr nächste Woche zur selben Stelle hier auf meinem Kanal. Ich versuche mal, meine Meinung noch nicht zu spoilern und euch nur so ein bisschen was zum Inhalt des Buches zu sagen. Es ist auf jeden Fall ein Buch für all diejenigen, die genauso wie ich den Trope Fake Dating lieben. Protagonistin der Geschichte ist Eliza und sie hat einen Aufsatz für die Schule geschrieben, in dem sie autobiografisch schreiben sollte und sie hat von einer ganz besonderen Liebesgeschichte erzählt und hat das so authentisch geschrieben, dass ihr Aufsatz tatsächlich viral gegangen ist. Er wurde auf der Schulwebsite veröffentlicht und ist dann von heute auf morgen viral gegangen. Sie kann im ersten Moment nicht so wirklich verstehen, was da gerade passiert und will das Ganze auch eher abtun. Doch dann meldet sich ein Trendmagazin bei ihr und bietet ihr ihre eigene Kolumne an. Und sie ist, ja, sie liebt das Schreiben. Sie möchte später auch beruflich schreiben. Und für sie ist es natürlich ein Step in die richtige Richtung, und zwar ein richtig großer Step. Das ganze Problem ist halt, dass sie diese Geschichte nur erfunden hat und diese Liebesgeschichte erfunden hat, dass sie gar keinen Freund hat, der Protagonist dieser Geschichte ist. Jetzt an dieser Stelle kommt dann, wie heißt er? Cass Song ins Spiel. Er ist der Mädchenschwarm an ihrer Schule, wie es nun mal in solchen Geschichten so ist. Er ist Model, er ist Schauspielstar und aktuell hat er jedoch ein kleines Imageproblem. Eliza wittert ihre Chance und bietet ihm einen Deal an. Er soll ihr Fake-Boyfriend spielen und sie kann dadurch sein Image wieder ein bisschen aufpolieren. Tja, wie das Ganze ausgeht, solltet ihr selbst herausfinden. Wie es mir gefallen hat, verrate ich euch nächste Woche. So sieht übrigens die Young Pages Buchbox aus. Toll, oder? Ich freue mich jedes Mal, wenn sie bei mir eintrudelt. Das ist jetzt die Box vom vorletzten Monat und sie hat dieses Buch beinhaltet. This Book Kills von Ravenna Gouron. Ravenna Gouron. Oh je, ich kenne die Autorin leider noch nicht. Untertitel: Sie schrieb über den perfekten Mord. Jemand führte ihn aus. Ist sie die Nächste? Erschienen ist das Buch im Carlsen Verlag. Da habe ich mich auch total drüber gefreut. Ich habe schon ewig nichts mehr aus dem Carlsen Verlag gelesen. Jetzt freue ich mich, dass ich hier eine neue Erscheinung aus dem Programm habe. Wurde aus dem Englischen übersetzt von Katja Hildebrand. Schon das Setting dieser Geschichte hat mich total angesprochen. Ich liebe es nämlich, wenn wir auf Internaten unterwegs sind. So auch hier. Hier befinden wir uns in einem Elite-Internat und begleiten die 16-jährige Jess. Sie ist jedoch nicht so wie alle anderen. Sie ist eine mittellose Stipendiatin und fällt deswegen so ein bisschen aus der Rolle. Sie passt nicht so wirklich in diese ganze Internatskulisse. Nur in ihrem Lieblingsfach blüht sie auf, das ist nämlich kreatives Schreiben. Eines Tages passiert auf diesem Internat ein schrecklicher Mord. Ihr Mitschüler Hugh Henry Van Boren, es ist eines der reichsten Kinder der Schule, wird ermordet und zwar genauso, wie sie es in ihrer letzten Geschichte geschrieben hat. Doch damit nicht genug, Jess erhält eine SMS, in der ihr für die Inspiration gedankt wird. Auf diese Botschaft folgen dann auch noch weitere. Ja, um herauszufinden, von wem die Nachrichten stammen, braucht Jess Verbündete. Doch fast alle in ihrem Umfeld hatten einen Grund, Hugh tot sehen zu wollen und Jess hat keine Ahnung, wem sie noch vertrauen kann. Bald wird ihr klar, wenn sie dieses Rätsel nicht löst, wird sie die Nächste sein. The Bookseller schreibt, eine beglückende Lektüre mit jeder Menge völlig unerwarteter Plot-Twists. Definitiv ein Buch nach meinem Geschmack. Kennt ihr das Buch? Habt ihr das schon mal gesehen? Für mich ist es komplett neu.
Richtig, richtig toll. So, und was hatten wir hier dabei? Genau. Normalerweise, ich weiß nicht, ob es jetzt immer so ist. Ich hatte jetzt nicht in jeder Buchbox was dabei, wobei hier war auch ein Notizblock, ein Notizbuch und ich glaube auch ein Stift dabei. Weil das Buch kostet 16 Euro. Ich habe 20 Euro für die Buchbox gezahlt. Das heißt, die füllen den Wert dann immer noch so ein bisschen auf. Ich hatte hier auch einen Brief der Autorin dabei, was ich immer sehr schön finde. Und auch in diesem Fall, nee, hier haben wir eine Leseempfehlung von Lovely Books dabei. Und es gab einen Stift. Finde ich natürlich auch sehr, sehr, sehr passend für diese Geschichte. So, und im aktuellen Monat befand sich wieder ein Hardcover diesmal. Und da haben wir aber einen Brief der Autorin dabei und das Lesezeichen ist jedes Mal dabei und was ganz Cooles, einen blauen Nagellack. Fand ich ziemlich cool, zumal der farblich perfekt zum Buchcover passt und auch das Innenleben dieser Box. Ne? Ich versuche es euch mal so ein bisschen zu zeigen. Sieht es natürlich total vergruschelt aus, aber wir haben das goldene Papier, wir haben dieses blaue Gegruschel. Passend absolut zu diesem Cover, oder? Ich hatte dieses Buch, auch dieses hatte ich vorher noch nie gesehen. Thrones and Curses, von den Sternen berührt, von Laura Sebastian, oder nee, Laura Sebastian, sorry, aus dem Englischen übersetzt von Petra Koop-Paves und erschienen nochmal bei CBJ. Das ist auch ein ziemliches Novum. Ne? Normalerweise finden sich bei mir in meinen Regalen hauptsächlich Bücher von deutschsprachigen AutorInnen. Jetzt habe ich in letzter Zeit doch so einige Übersetzungen angesammelt. Ja, mal gucken. Also, dieses Buch, im ersten Moment dachte ich, das wird nicht so wirklich was für mich sein. Das Cover spricht mich nicht an. Aber wir haben ja schon über das Thema Kurzbeschreibungen gesprochen. Diese Kurzbeschreibung hat mich wieder mal überzeugt. Also, der Plan... Heirat. Das Komplott, ein Königreich zu Fall bringen. Das Ziel, die Weltherrschaft. Seit dem Tag ihrer Geburt ist das Schicksal der drei Prinzessinnen Sophronia, Daphne und Beatrice vorbestimmt. Sie werden eines Tages Königinnen sein. Und nun, kurz nach ihrem 16. Geburtstag, müssen die drei ihr Heimatland verlassen und ihre Prinzen heiraten. Die Drillinge scheinen die perfekten Bräute zu sein. Wunderschön, intelligent und vor allem sittsam. Eine fatale Fehleinschätzung, denn Sophie, Daphne und Beatrice sind keine Unschuldslämmer. Seit ihrer Kindheit wurden die drei in Täuschung, Verführung und Waffenkunst unterrichtet. Und das mit einem einzigen Ziel, die Monarchien ihrer Nachbarländer zu stürzen. Doch das Leben außer Landes stellt jede der drei vor ihre ganz eigenen Probleme. Und während nach und nach dunkle Wahrheiten ans Licht kommen, müssen sie sich fragen, werden sie dem Plan treu bleiben? Oder müssen sie lernen, dass sie niemandem vertrauen können? Nicht einmal einander. Der fesselnde Auftakt zur neuen großen Fantasy-Trilogie der New York Times-Bestseller-Autorin Laura Sebastian über drei Schwestern, die Magie der Sterne und den Kampf um die Krone. Mega, oder? So, und wenn ich sage, ich bin ein Fan von der inneren Gestaltung, dann meine ich zum Beispiel sowas, ne? Also sowas finde ich in einem Buch wesentlich reizvoller als einen Buchschnitt. Oder hier nochmal, ne? Da haben wir Stammbäume aufgezeichnet. Sowas finde ich viel, viel, viel toller und wichtiger als ein Farbschnitt. Aber gut, das ist lediglich meine Meinung. Ja, das ist jetzt meine Ausbeute aus den letzten Buchboxen. Kommen wir jetzt noch zu meinem kleinen Haul. Ich war heute in dieser Buchhandlung. Die hat ganz neu, die hat im Mai in Aalen eröffnet. Ich habe nichts davon mitbekommen. Ich schäme mich so sehr. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, dass ich das nicht mitbekommen habe. Die Stadt ist gar nicht so weit hier von mir entfernt. Aber umso schöner, dass ich es jetzt herausgefunden habe und heute hineinspaziert bin. Es ist eine inhabergeführte Buchhandlung. Es ist eine unabhängige Buchhandlung. Sie gehört zu keiner Kette. Und das sind ja meine liebsten Buchhandlungen, die ich auch am liebsten unterstütze. Ne? Also, Lit und Louise, es ist Lit die Stadtbuchhandlung, heißt sie. Und ich habe freundlicherweise auch diesen Beutel dazu bekommen. Ob es damit zu tun hatte, dass ich so viele Bücher gekauft habe,
Nein, bestimmt nicht. Okay, ich zeige euch erst, und das brauche ich euch gar nicht großartig zeigen, das ist ein Buch, das ich nicht für mich gekauft habe, sondern für meine Mama. Die hatte noch ein Wunschbuch offen von mir und hat sich das neue Buch von Caroline Wahl gewünscht. Windstärke 17 ist der zweite Teil ihrer, ich weiß nicht, ob es eine Reihe ist, auf jeden Fall baut Band 2 wohl auf ihren ersten Roman auf. Wie hieß der noch? Irgendwas mit Schwimmen oder so. Ist auf jeden Fall absolut durch die Decke gegangen, wird von allen Seiten gefeiert. Ich habe es leider noch nicht gelesen, meine Mama fand das Buch sehr gut und freut sich jetzt hier eben auf das neueste Buch von Caroline Wahl. Übrigens erschienen bei Dumont. Dumont ist jetzt ein Verlag, der in meinem Bücherregal gar nicht so sehr vertreten ist, aber lustigerweise habe ich für mich dann auch ein Buch aus dem Dumont Verlag mitgenommen. Habe ich so noch nicht gesehen, spricht mich aber total an. Ich sehe gerade, ich habe hier auch ein Lesezeichen bekommen. Wie schön. Das ist eine neue Geschichte. Ein Lesezeichen von der Buchhandlung. Sehr schön, danke sehr. So, das Buch sieht so aus, was ich hier mitgenommen habe. Ein eher unspektakuläres, dennoch aber sehr, sehr, sehr schönes Cover, wie ich finde. Von Sharon Gosling, Lighthouse Bookshop. Ein kurioser Leuchtturm, eine Gemeinschaft von Buchliebhabern, ein ungeahntes Geheimnis. Wie gesagt, erschien im Dumont Verlag und aus dem Englischen übersetzt von Sibylle Schmidt. Wir haben auch hier wieder einen wunderbaren Blurb hinten drauf. Hier steht, alle, die sich nach einer warmherzigen und einladenden Geschichte sehnen, werden im Lighthouse Bookshop zweifellos fündig. Es ist eine Geschichte, in der es um Bücher geht, um Bücherliebe. Ganz klar, dass das ein Kandidat für mich ist. So. Protagonistin dieser Geschichte ist Rachel und sie hat vor 5 Jahren ihr altes Leben hinter sich gelassen und fand ein neues Zuhause, und zwar in einem Leuchtturm, meilenweit von der schottischen Küste entfernt. In seinem Innern befindet sich ein Antiquariat und dieses liebevoll geführte Antiquariat bietet einen Zufluchtsort für eine kleine Gemeinschaft von Buchliebhabern. Nun passiert aber Folgendes, der Besitzer verstirbt unversehens und der Verkauf des Leuchtturms droht. Nur mit vereinten Kräften haben die Freunde nun eine Chance, ihre neu gefundene Heimat zu retten. Das klingt sehr, sehr, sehr schön und ich freue mich ganz, ganz doll aufs Lesen. Wie es nun mal so mit allen anderen Büchern auch ist, ne? Ihr kennt das. Gut, dann haben wir hier noch 2 weitere Bücher in dem wundervollen Beutel drin. Welches zeige ich euch zuerst? Ich zeige zuerst dieses hier. Auch hier haben wir wieder, also ich muss sagen, ne, diese Buchhandlung, die ist so schön sortiert, so übersichtlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite genau richtig bestückt. Ich habe Lese-Highlights von mir gefunden und bin gleichzeitig aber auch auf Titel gestoßen, die ich noch nie gesehen hatte. So wie zum Beispiel hier diesen Kandidaten. Während dieses Buch natürlich in aller Munde ist und ich auch schon 1000 Mal irgendwie gesehen habe. Dann hier ein Titel, den ich noch nicht gesehen habe. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich mich aktuell nicht so intensiv mit Neuerscheinungen beschäftige. Von Julia Paus. Langsam, Anka. The Truth in Your Lies. So sieht das Cover aus. Jetzt habe ich irgendwie einen Fussel im Auge. Ah, unangenehm. So. So sieht das Buch aus. Und Achtung, für alle Schnittfans, für alle Farbschnittfans. Look at this beautiful thing. War für mich definitiv kein Kaufargument, aber ich darf mich jetzt auch zu den Besitzerinnen eines schönen Farbschnittes oder eines Buches mit einem wunderschönen Farbschnitt zählen. Der ist doch sehr besonders, aber ja, gefällt mir. So, erschienen ist das Ganze bei Moon Notes. Ich habe noch kein Buch aus dem Imprint Moon Notes gelesen und bin deswegen sehr, sehr, sehr neugierig. Julia Paus haben wir hier, eine deutschsprachige Autorin, jawollo. Und ganz besonders ist auch die Rückseite. Wir haben hier keine Kurzbeschreibung, keinen Klappentext. Der Klappentext befindet sich dann in der Klappe drin, natürlich, da wo ein Klappentext auch hingehört. Aber eigentlich steht ja auf der Rückseite auch immer noch ein bisschen was drauf. Hier steht lediglich, wie kann Fake sich nur so verdammt echt anfühlen? Und ja, wir haben hier wieder eine Fake-Dating-Geschichte. Ich kann einfach nicht dran vorbei. Ich liebe Fake-Dating total. Und ja, dieses hier klang dann auch toll. Ich habe den Klappentext gelesen.
Sie ist Erbin einer der größten Hoteldynastien Amerikas. Er ist ein Kleinkrimineller. Sie heißt Noelle und er heißt Memphis. Und die beiden treffen auf einer Spendengala aufeinander. Dort haben die beiden eigentlich ganz unterschiedliche Pläne, wie der Abend verlaufen soll. Noelle möchte ihrem Vater ihren Freund vorstellen und Memphis möchte die reichen Leute um deren Schmuck erleichtern. Ja, doch dann, alles was schief laufen kann, läuft schief und auf der Tanzfläche landet Noelle kurzerhand in Memphis' Armen. Was dann passiert, ist ein kleiner Moment, der nur ihnen gehört, dachten sie. Denn die Paparazzi sind nicht weit und schon wenige Stunden später kursieren Bilder von den beiden in der Klatschpresse. Von ihrem strengen Vater unter Druck gesetzt, behauptet Noelle, Memphis sei ihr Partner. Wie sollte sie ihrem Vater auch beibringen, dass sie ihren echten Freund auf der Gala beim Fremdgehen erwischt hat? Na toll. Nur um kurz darauf mit einem Betrüger zu tanzen. Doch ihre Notlüge schlägt höhere Wellen als geahnt. Ihr Vater besteht nämlich darauf, dass ihr angeblicher Freund mit auf den Familiensitz nach Colorado kommt, damit er ihn auf Herz und Nieren prüfen kann. Noelle bleibt nichts anderes übrig, als Memphis einen Deal vorzuschlagen. Ja, das klingt nach einer Geschichte absolut nach meinem Geschmack und ich freue mich auch hier sehr aufs Lesen. Gut, dann muss natürlich auch, wenn ich in eine neue Buchhandlung gehe, dann ist für mich auch ganz klar, dass ich mir die Wand oder den Tisch anschaue, auf dem hauptsächlich die Leseempfehlungen der hiesigen BuchhändlerInnen auslegen. Und auch hier in dieser Buchhandlung ist es der Fall, dass die BuchhändlerInnen ihre liebsten Bücher empfehlen. Und eine Empfehlung ist dieser Titel hier gewesen. Auch wieder ein Buch, das ich so noch nie gesehen habe. Von Marianne Mahn? Wie heißt das Buch? Heißt es Issa? Oh je. Schwer zu deuten, aber ich glaube schon. Ist erschienen im Rowohlt Verlag. Und hat auch einen tollen Vorsatz. Okay, dieses Buch stand als Empfehlung dort. Ich habe es mir angeschaut und ja, als ich dann die Kurzbeschreibung gelesen hatte, wusste ich, okay, das ist auch ein besonderer Schatz, der sollte den Weg zu mir finden. Ein bewegendes und zutiefst berührendes Porträt einer Familie voller starker Frauen. Ich lese euch die Kurzbeschreibung an sich nicht vor, nur vielleicht noch die Zusammenfassung. Kunstvoll verwebt Marianne Mahn die Schicksale von 5 Frauen miteinander, deren Leben mehr als ein Jahrhundert auseinanderliegen und doch über die Linien koloniale Ausbeutung und Streben nach Selbstbestimmung verbunden sind. Ein empowerndes, ein kraftvolles, ein eindringliches Debüt. Yes, sowas möchte ich lesen. Kennt ihr das Buch? Okay, die Tasche ist leer. Ich sehe aber, dass ich vergessen habe, euch ein Buch zu zeigen. Das hat jetzt in keine andere Kategorie gepasst. Ich habe es in meinem Urlaub bestellt, weil ich nämlich ein Buch beendet hatte. Davon habe ich euch in meinem letzten Lesemonat, vorgeschwärmt. Die Andoria-Chroniken Band 1 im Schatten des Panthers von Franziska Kamenberger erschien im Dunkelstern Verlag, war großartig. Endet mit einem Cliffhanger, also Achtung, haltet Ausschau nach Band 2, wenn ihr Band 1 lest und er euch gefällt. Ich habe mir natürlich direkt Band 2 bestellt. Die Andoria-Chroniken Band 2 unter den Schwingen des Adlers. Ebenfalls bei Dunkelstern erschienen und ebenfalls natürlich geschrieben von unserer lieben Franzi. Ich kann hier natürlich nicht sagen, worum es geht, denn es ist eine chronologisch erzählte Fantasy-Trilogie. Das heißt, ich würde euch total spoilern, wenn ich habe auch noch selbst noch gar nicht auf die Rückseite geschaut, wenn ich euch erzählen würde, worum es hier geht. Vielleicht kann ich euch noch mal ganz kurz was zu Band 1 erzählen. Protagonistin dieser Geschichte ist Malenia und wir befinden uns in einer Welt, die noch so ein bisschen ihre Wunden leckt. Es haben Reinheitskriege oder ein Reinheitskrieg hat stattgefunden, in dem Magische gegen Nicht-Magische gekämpft haben. Gewonnen haben die Nicht-Magischen und seitdem ist eben alles Magische verpönt. Es wird sogar richtiggehend Jagd auf alles Magische gemacht und den Betroffenen ist klar, auf sie wartet der Tod. Protagonistin dieser Geschichte ist Malenia, sie wird aber nur Nia genannt die meiste Zeit und sie ist magisch begabt. Sie versucht ihre Kräfte natürlich irgendwie zu unterdrücken und zu verstecken, doch dann klopfen eines Tages Soldaten an ihre Tür und sie wird zum König beordert und sie weiß, dass es jetzt
ihr letztes Stündchen das geschlagen hat. Doch dann kommt eben alles ganz anders. Wie anders, das solltet ihr selbst herausfinden. Definitiv eine Reihe, die noch zu wenig beachtet wird, obwohl unsere Franzi natürlich auch eine Größe hier auf YouTube ist. Aber ich sehe die Bücher noch viel zu selten. Deswegen schaut sie euch doch gerne mal an, wenn ihr Lust auf eine magische Geschichte habt, wenn ihr Lust auf Spannung habt, wenn ihr Lust auf tolle Plot-Twists habt, wenn ihr Lust auf kecke Dialoge habt. Please. Ja, und das ist jetzt hier eben Band 2. Band 3 ist auch ganz frisch erschienen. Das heißt, ich kann die Trilogie direkt oder könnte die Trilogie direkt beenden. Ja, und ich habe auch schon angefangen. Bin hier auf den ersten, wie viel habe ich da gelesen? Die ersten 75, 76, 77 Seiten sind gelesen. Ich liebe den Einstieg, aber mehr dazu erzähle ich euch dann demnächst. Gut, liebe Blubber Family, das war jetzt mein großer Haul, beziehungsweise das sind meine Neuzugänge der letzten Wochen. Ist ein bisschen was für euch dabei gewesen? Konntet ihr euch den ein oder anderen Titel vielleicht aufschreiben? Habt ihr das ein oder andere Buch schon gelesen? Wie gesagt, kommt zu mir in die Kommentare. Erzählt mir davon. Wir bekommen jetzt hier Besuch von meinem kleinen Panther. Hallo Siebstein. Du willst da durch, ha? Na komm. Nein, es ist hier ein bisschen zu unheimlich. Hier stehen zu viele wackelige Bücherstapel. Da muss man sich erstmal die Krallen wetzen vorher. Verstehe ich. Verstehe ich. Ja, liebe Blubber Family, ziehen wir das Video nicht weiter in die Länge. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ja, wenn ihr Lust habt, dann gern bis zum nächsten Video.